Freunde, ich kann das nicht mehr mitmachen. Also, ich meine, Hübi und Sephiron sind selbstständig mit YouTube. Die haben Zeit, das Ganze zu produzieren. Aber ich bin in meiner Ausbildung, muss das 10K-Special fertig machen, bin in der Klausurenphase in der Berufsschule, ich kann keine Raps mehr machen. Ich bin langsam echt überfordert, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Also heute muss ich sie leider ausfallen lassen. Dann bin ich jetzt dran. Heul leise. Es wird sowieso mal wieder Zeit, die Vielklicker-Gruppierung auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen. Robo zu dem G, ich muss dann noch mal ganz kurz um die Ecke niesen gehen. Ein Moment, Hachi, es ist diese Vielklicker-Crew auf YouTube. Sieh her, wie dieser Hübel hier auf Club tut. Es gibt dann noch einen zweiten in der Bande. Hiernach muss er bald in die Klapse. Als gellen Mario Sephiron, bleib doch mal lieber bei Pokémon. David zu dem L, ich muss ihn noch mal ganz kurz anpissen gehen. Moment, tähä, tut auch ganz lustig in Videos. Schädelform kann für mich Doritos. Bruder, du bist einfach nur cringe. Moin Freunde, mein Name ist David mit einem Umlaut und willkommen zu einem neuen Part von... Sefi, ich warte auf dein Soundboard. Super Mario 3D World Tour. Glücksrad Challenge. Super Mario 3D World Co-op. Danke, Hübi. Super Mario 3D World Co-op Challenge. Glücksrad, dies, das. Damit hier. Alter, jetzt Hektik im Hinterhof. Ja, so. Digga, was ist das denn für ein Thema, Digga, Alter? Digga. Hektik im Hinterhof. Was ist das denn, Junge? Jungs, hier willst ist ein Grünstein. Mal meinen Hinterhof sehen? Komm mal hier drauf, bitte. Aber nur, wenn ihr euch traut. Wow, Fahrstuhl. Ich traue mich. Wie Trauzeugen. Jungs, Sefi, bring mal deine Bros hier hoch. Naja, Freunde, ihr müsst wissen, wir befinden uns gerade in einer sehr emotionalen Aufnahmesession. Ich bin im letzten Part bei Sefi vielleicht das ein oder andere Mal gestorben. Und dementsprechend bin ich ein bisschen salty LP. Ich habe mir vorhin Salz reingeworfen. Oh mein Gott. Und ja. Hier sind wir! Ich find's so geil, wie du versuchst, so den Nice Guy zu machen. Und innerlich fuck dich einfach die ganze Aufnahme nur ab und du würdest am liebsten irgendwas anderes tun. Richtig, richtig. Vor allem, da ich halt einfach Seifenspender auf meiner Backe habe. Ja, ich habe eine stabile AK auf meiner Backe. Ja, und ich habe ein Quadrat mit einem Strich in der Mitte. Ein schönes Buch. Was für ein Buch haben wir denn da? Es ist Harry Potter. Und die Hektik im Hinterhof. Ja, Bruder, es passt auch, weil Harry Potter hat auch im Wandschrank gelebt. Nein, du bist so ein Horst, immer die kleine Box. Hä? Das letzte Mal hat's auch nicht geklappt mit der kleinen Box. Ja, und? Aber dann allein schon aufgrund der Wahrscheinlichkeit, erst war es die kleine, dann nicht die kleine, dann ist es jetzt wieder die kleine. Ja, Digga, jetzt kommt er mit seiner Stochastik an. Stochastik im Hinterhof. Mein Mathelehrer hat's mir beigebracht. Bruder, ich hoffe nicht, dass dein Mathelehrer... Okay, da kommt. Chunks sind zurück. So, wir sind im Super Bowl angekommen. In der Mitte ist The Weeknd, der gerade von einigen Zuschauern verkloppt wird. Scheiße, Alter, ich hab so Angst. Digga, ich möchte auch nicht sterben. Komm, Sefi, regel das Ganze mal bitte. Ich will jetzt eine Pussy-Taktik machen. Versteck mich in der Ecke. Los, Hübi, hier. Ah! Warum kommt ihr zu mir? Hey, Jungs, was ist los, Junge, mit Sefi euch? Sefi macht nichts, Alter. Ja, Hektik im Hinterhof ist das gerade. Hoppala. Jawohl, das ist das Problem. Muss los! Es ist Mario, zwei Jahre. Jawohl! Digga, da, ne? Ich melde mich freiwillig als Tribut. Wie bei Yu-Gi-Oh! 3D World. Digga, Sefi ist mittlerweile in dem Modus, dass er mal an alles 3D World dranhängt. Yo, Alter, ich geh jetzt erstmal auf die Toilette 3D World. Es ist nicht Toiletten-LP, es ist Toiletten-3D World. Junge, erstmal Kaffee 3D World trinken. Das ist ein entspanntes Level, David. Da fast kann dir hier nichts passieren. Also, okay. Also wenn du hier stirbst, dann Props an dich. Wollen wir eine Wette aufstellen, dass ich schaffe, diesen Part nicht zu sterben? Ja. Digga, okay. Wir sind gerade raus. Was wetten wir? So wie. Okay. Bluttropfen. Was?
Okay, warte, wir brauchen einen Wetteinsatz. Was für ein Wetteinsatz? Ich möchte darauf wetten, ob David heute stirbt in der heutigen Folge oder nicht. Wenn du es schaffst, nicht zu sterben, aber du darfst nicht so Ultra-Pussy spielen. Also nicht Bubble ja. permanent. Nee, das sowieso nicht. Wann sehen wir uns denn das nächste Mal wieder? Ja, komm, dann spendiere ich dir 5 Aktien eines billigen Unternehmens deiner Wahl. Wow! Ich hab gehört, GameStop soll ganz lukrativ sein. Stopp, hier müssen wir hoch. Oh. Alles gut, kann man. Junge, wer hat hier geschossen, Alter? Digga, es ist wieder der David, der nicht nur den Grünstern vereiert hat, sondern auch noch alle. Ja, alles gut, wir können ja wieder nach unten. Bimbo billern. Ballern. Digga. Bimmelglocken, ja! Ja! Ja, genau! Du lebst noch, alles gut, Digga. Nein, du bist da hoch. Digga, wie du mich fast in den Abgrund geworfen hast. Gönnst du mir nicht mal 10 Wirecard-Aktien? Ja, wenn du stirbst, krieg ich die, ne? Ja, Deal. Kommst du? Digga. Wer tut das dauernd? Das ist Sefi, kann das sein? Ja, ich glaube schon. Also ich war es auf jeden Fall nicht. Ich war's nicht. Junge, hör doch mal auf! Nein, ich bin gebabbelt. Digga, ich habe einfach einen Serienkiller hier. Ja, ich geh da mal rein. Ja, ich wollte auch direkt in die Röhre. Digga, jetzt muss ich echt aufpassen. Wie viele Level spielen wir denn heute noch? Es ist das zweite, ne? Nee. Ist das schon das letzte? Nee. Ich vercheck mittlerweile, wem welche Aufnahme gehört. Ja, also, Oh, Stern! Junge, jawoll! Running in the 90s. Hey, warum ist Mario so fucking langsam? Wie rennt ihr? Y gedrückt halten. Ja. Sefi entdeckt die Sprint-Taste. Wie, man kann hier sprinten? Warte mal, irgendwo hier ist noch ein Stempel, glaube ich. Also der letzte Grünstein ist oben, das weiß ich. Aber irgendwo ist noch ein Stempel. Digga, was tust du? Hallo? Bruder. Ja, da passiert nichts. Aber da war ein Loch. Ja, irgendwo ist ein Loch im Boden jetzt. Hier. Junge, Rild. Oh, ich dachte für einen kurzen Moment, da stirbt man irgendwie. Ganz oh, fies. Wie beim Golfspielen. Oh. Okay, warte, ich mach das. Okay, einmal den Stempel holen, bitte. Oh, einmal den Stempel holen. Was soll das eigentlich für ein Tier darstellen? Eine Ameise? Babyhamster, Bruder. Babyhamster, das ist ein Baby-Igel. Nee, es sind, glaube ich, offiziell Ameisen. Für alle, die es noch nicht gerafft haben, beziehungsweise noch nicht uns auf Twitter folgen, wir haben letztens mal unsere Profilbilder aktualisiert. Und ich habe jetzt schon lauter Kommentare, wo Leute denken... Was das soll? Wo Leute denken, dass wir verkackt haben bei 3D World. Aber wir haben nicht verkackt, das haben wir extra gemacht. Wir sind neue Trendsetter. Richtig. Wenn ihr... Digga, das ist halt asozial. Digga, was soll ich denn machen, wenn er mich runterwirft? Alles gut. Ja, das ist eh okay. Alles klar, richtig küssig. Ich verzichte auf die Strafe und die Wette gilt auch nicht. Alter, oh ja. Dir ist gerade in dem Moment der ganze Spaß aus deinem Leben verschwunden. Kann das sein? Bruder, du bist... Nein, jawohl, ich bin tot. Karma! Ja, Junge, Karma, halt dein Maul, Alter. Ich hätte einfach auf meine Wette bestehen können. Aber ich habe einfach die Trauer und das Gewinsel in deiner Stimme gehört. Trauer und Gewinsel, wie er jetzt hier auf Junge, Oberboss darf, tut, Achtung, darf ich mal kurz deine Voice nachmachen? Oh Mann, ja. Was soll ich denn machen, wenn er mich runterwirft? Doch, bitte. Du schneidest die Folge! Mach einen scheiß Vergleich rein! Du hattest so ein... Super Mario, Sefi! Ja, halt deine Fresse! Sefi, das... Da war doch null Ironie in Davids Stimme vorhin, oder? Jetzt sei real! Aber ich wütend war, aber wo war das denn weinerlich, Alter? Ich meine nur so, Digga, das ist voll gegen die Regeln! Da war doch null Ironie in Davids Stimme vorhin, oder? Junge, hör jetzt auf, alles aufzunehmen! Udo Reverse! Digga, wenn du... Junge, was ist das der Spiel für eine Kacke, Alter? Wenn du eine Lebensversicherung abschließt, murkst dich die Versicherung auch nicht ab und sagt, ha, Pech gehabt, wir müssen nicht zahlen! Doch, könnten sie! Ich hab Wahrheit erzählen. Okay. So, Alter, jetzt müssen wir uns was Böses einfallen lassen. Junge, du, ich hab einfach nur Mitleid mit dir. Jawohl. Ich hab eine Frage im Kopf auf jeden Fall. Ist es eine sexuelle? Dann beantworte doch das mal auf die Schnelle. Der unangenehmste Ort, an dem du dein Rilly gerührt hast. Wo man dir jetzt sagen würde, was? Du hast
einfach deinen Schwengel rausgeholt und die einen gejigst? Alter, Junge. Oh Gott. Okay, ich muss wirklich mal nachdenken. Nee, Digga, das ist. Ich muss ja keine Namen nennen. Warte mal, bei dir sind Namen. Aber beim Jigsen sind bei dir Namen involviert, Digga? Du wirst gleich wissen, warum. Okay. Ah, das ist unangenehm! Okay. Welcome, darum okay, geht's bei, hier, Digga. Also ich sag keinen Namen und auch kein Alter oder so, ne? Damit es einfach nur wirr im Raum rumschwebt. Ja, ist in Ordnung. Bei der Übernachtungsparty eines Kumpels, während andere im Raum waren nachts. Ich sag nix. Hört sich an wie eine ganz normale Klassenfahrt, Digga. Du weißt, was zu tun ist, ne? Hüpfparcours durch Schlemmerland. Ich hab gerade Hüftparcours gelesen, dachte wieder, ey. Alter, Sefi ist seit Folgen nur noch im Six-Modus. Alter, das ist im Korb hier, weil das ist Korb asozial. Okay, wir müssen uns abstimmen, wer wann springt. Also anders geht es nicht. Ich bewege mich nicht von der Stelle, Alter. Huh. Moment, ich komme erstmal hoch so. Okay, wartet. Wollen wir einfach rüberlaufen? Stopp, was passiert, wenn wir gleichzeitig hüpfen? Ich dachte, warte. Jungs, ich bin da drüber gehüpft, weil ich dachte. Digga, ich dachte. Ey, Pixel Luigi! Ja. 1, 2, 3. Okay, dann hüpft. Okay. Da hinten ist ein Grünstein. Wir machen auf Rot. Okay, jetzt los geht's. Nur laufen! Nicht diesen Scheiß. Aber. Stopp! Sollen wir. Ah, okay. Können wir alle drei hüpfen und es wird so aktiviert? Ja, aber nicht hüpfen. Ich bin so nervös. Ich auch. Aber wie willst du das machen? Hand weg vom Hüpfknopf erstmal. So, komm hier. Ich spiele noch mit einer Hand. Die andere Hand muss man in die Cam halten. Okay. Genau. Okay, aber jetzt müssen wir hüpfen. Warte. Aber ich kann nicht. Nach oben. Kann man nicht rüberlaufen? Nach oben. Weil das ist ein Grünstern. Okay. Ja. 1, 2, 3. Oh nein! Da war eine Pflanze! Ich hatte Angst! Gruppenbestrafung! Keine Scheiße. Irgendwas. Aber wir haben, glaube ich, langsam nur noch Scheiße drauf. Oh, was ist das? Oh! Zwei Winterklamotten anziehen! Oh, Digga, okay. Oh, Bruder, okay. Ich habe meine Winterjacke und darüber meinen Mantel. Okay, ich habe eine Winterjacke und eine Bummelmütze. Ich habe eine Winterjacke, einen Schal und ein paar Handschuhe. Oder zoom mal gerade an mich ran, was da gerade passiert ist, weil ich bin safe gerade runtergefallen und auf einmal war ich auf der anderen Seite der Plattform. Keine Ahnung, wie das funktioniert hat. Genau so! Ja, Digga, du hast einfach die Plattform. Die Plattform schwingt einfach nach unten durch. Aber ich Sefi, das war so hammerspektakulär. Das musst du nochmal reinschneiden. Ja, vertrau mir, Bruder. Das war echt nice. Wir können einfach rüberlaufen. Wartet, Geist, ich probiere was. Auf Risiko. Alter, ich höre mich kaum noch, weil ich jetzt diese Mütze anhabe. Sefi, was machst du denn? Okay, warte mal. Ich kann jetzt hüpfen. Ich gewinne, Digga. Okay. Was gewinnst du? Ja, ich gewinne. Die 3D-Challenge. Die 3D-Challenge. Digga, welche 3D-Challenge? Die Mario World 3D-Challenge. Ich glaube, jetzt haben wir den Jungen komplett verloren. Jetzt glaubt er, irgendwelche Kriege zu kämpfen, die gar nicht existieren, die uns dazu verraten. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber nach so einer Aufnahmesession habe ich immer irgendwie Kopfschmerzen und merke, wie ich verblöde. Ja. Ich merke einfach, wie ich komplett kaputt bin und erstmal irgendwie so gefühlt 10.000 Cheeseburger von Maggis verdrücken könnte. Ja, irgendwie müssen wir das mit Taktik angehen. Einer geht nur hoch. Jawohl! Okay. Jawohl! Okay. Jawohl! Wieder unterwegs! Okay, Sefi spielt seine eigene Scheiß mal bitte jetzt auf die 3D-Challenge. Die 3D-Challenge! Das ist eine Röhre, Jungs! Das ist eine Röhre! Was ist los mit euch? Ich gewinne! Mann! Welche 3D-Challenge spielst du, Bruder? Oh, nee, das kann doch nicht gut sein. Doch. Oh, was? Ich glaube, jetzt müssen wir doch, ja. Jawohl! Jawohl! Okay, das war easy. Da habe ich die 3D-World-Challenge jetzt gewonnen, oder? Shit! Oh! Jawohl! Aber uns fehlt der Stempel. Oh, nee, aber stopp, für den Stempel müssen wir zwei Personen sein. Und das sind wir, weil wir Koop sind. Junge, wir 100% einfach das Level. Das ist so heftig. Ich hätte gedacht, dass wir deutlich öfter sterben. Das war sehr intensiv. Wie heiße Sonnenstrahlen. Ich bin wieder intensiv. Oh, Kacke.
Für 100% das Level. Erstmal an das Flaggy scheitern. Wow! Oh, Bombenangriff! Ich brauch erstmal ein Item gönnen. Oh mein Gott, Bomben. Tanukis! Mir war nicht bewusst, Junge, dass das Spiel so lange geht, Alter. Ja, ich habe auch schon überlegt, ob wir vielleicht nur bis zum Bowser spielen. Aber das diskutieren wir wann anders. Eins in den Chat, Freunde, aber bitte nicht in die Kommentare. Ach, nein, jetzt hab ich wirklich. Nein, wirklich nicht in die Kommentare, Leute. Macht Ehre. Wir müssen eins in den Chat langsam mal wieder entfernen. Das ist ganz, ganz gruselig, Mann. Wir müssen stattdessen irgendwas Lustiges etablieren. Zwei in den Chat. Zwei in den Chat. Ein paar Kippen holen, die ist das. Kann man ihn lang? Da, nee, wir alle nicht. Drei da langlaufen und fest dran glauben, kommen wir durch die Wand. Okay, Autosuggestion. Geh deinen Weg, Bruder. Geh deinen Weg, Bruder, wie ein Alpha. Tunnelblick, Bruder, geh deinen Weg wie ein Alpha. Heb die Faust, Alter, wie ein Alpha. Irgendeiner. OMG. Okay, Sebi ist gestorben. Hey, ich hab nichts gesehen hier. So, mal gucken, was du jetzt gewinnst am Glücksradmeister. Bitte ein Geheimnis. Jawohl, oh Geheimnis! Es ist auf Kamera. Ich hab's nicht manipuliert. Ich will den skurrilsten Ort wissen, wo du dein Rilly gerückt hast. Ich versuch euch gerade zu helfen, Jungs. Bruder, die Frage ist gestellt. In einem Badezimmer bei einem Kumpel. Bruder, wenn der Druck besonders hoch ist. Das ist, ja, ein paar Tode bestehen uns noch vor, Diggi. Mach dir keine Sorgen. Woo! Ich gewinne! Es wäre witzig, wenn uns alle tot wären, es so eine Box zurückgegeben hätte. Digga, wie in dem Korb Mario Bros. Ah. Sebi ist mal wieder nicht am Start. Wunderschön, Alter. Der kann nicht springen, der kann nicht sprinten, der kann nichts, Mann. Sebi, beende du den Part, bitte. Jo, wir wünschen euch ein schmaftiges Wochenende. Schmaftig. Und bis zum nächsten Mal hier bei der 3D World Challenge. Das ist so krass. Euer rasender Wriggler. LP. Wenn du einfach Zuschauer. Ihr müsst einfach da denken, wir haben die erste Challenge heute bei mir angefangen. Da waren wir noch alle voll seriös. Und am Ende von so einer Session sitzen wir hier in Winterklamotten, bemalten Gesichtern und sind geistig komplett vernichtet. Und immer sind es meine Parts. True. Haut rein, ciao, ciao. Euer Hübi. Euer David.